Hallo, liebe Freunde des gepflegten Modellbaus aus den 50er Jahren und früher, Märklin H000, die 800er-Reihe. So, tja, mein Urlaub war wohl wirklich sehr erfolgreich. Hier schon das dritte Paket, was angekommen ist, was ich in meiner Urlaubszeit gekauft habe. Und ja, dann schauen wir mal, was sich hierin befindet. Ich denke, zunächst ist mal interessant, dass dieses Paket ein ja, nicht wirklich so großes, aber er sind 5 Kilogramm, also bis zu 5 Kilo. Und wenn ich es jetzt einfach mal so in die Hand nehme, ah, muss ich sagen, ja, ist doch schon nicht so ganz leicht. Und jetzt schauen wir einfach mal gemeinsam, was da drin ist. Und ich lasse jetzt einfach mal die Kamera laufen und dann gucken wir mal, was sich dahinter in diesem Paket alles verbirgt. So, gut eingepackt. Stabiler Karton ist natürlich immer wichtig, wenn man wertvolle Artikel verkauft. Ah, und nun, ja, das Erste, was wir haben, ist eine Zeitung aus der Nürnberger Region. Also vielleicht erkennt sich der Verkäufer an dieser Stelle wieder. So, und nun. Was verbirgt sich hier? Jetzt gucken wir mal, wie wir das alles hinbekommen, dass das alles gut in die Kamera passt. Ah, das erste Paket in Zeitungspapier eingepackt. Haben wir hier einen schönen 311er Gusswagen. Leider etwas angerostet, oder ist es, es könnte sein, dass es nur ein bisschen Dreck ist. Müssen wir mal anschauen. Also das ist der erste. Wir haben zudem aus Kunststoff einen Wagen. Ja, leider ist es bei diesen Wagen immer, dass die mit dem Alter sich ein bisschen verzogen haben. Aber ja, ich denke, soweit so gut. Stummelachse. Also ein älterer Wagen, der auch ganz nett ist. Nun schauen wir, was wir noch haben. Ein Shell-Güterwagen. Ja, das war dann eher die Wegen Ende der 50er Jahre. Also an dieser Stelle diese Wagen auch im schönen Zustand. Ein 308 Bordeaux-Wagen. Hier ist sehr interessant zu sehen, dass man keine Riefen in den Fässern sieht, also keine Holzstruktur. Das heißt, es ist ja 308 die erste Version. Ebenfalls mit Stummelachsen. So, nun haben wir hier nochmal, und ihr seht schon im Hintergrund ein paar Rautenkartons. Hier haben wir noch einen 392er. Langwagen, also auch auf Kunststoff gestempelt. Sind jetzt sicherlich nicht die interessantesten Wagen, aber ja, ist doch toll. Dann haben wir hier eine Märklin Baureihe 89 mit dem Schleifer, mit dem großen Loch. Die werden wir nachher gleich mal kurz auf das Gleis setzen. Und wir haben, dann kommt hier noch eine Lokomotive, die Märklin Baureihe 23014. Das müsste also praktisch die DA 800 sein. Genau, jetzt schauen wir mal. 23014. Ebenfalls mit dem großen Schleifer im Loch, sehr schön. Vorlaufachse, 6 Speichen, Lampenbügel, Gehäuse aus Kunststoff. Erste Version. Ja, der DR800. Sehr schön. Später wurde die, glaube ich, als 3005 geführt. Aber ja. Und dann haben wir hier noch den dazugehörigen Tender. Genau, müsste mal wieder gereinigt werden. Mal gucken, was sich hier in der Ecke
festgesetzt hat. Hoffentlich keine Farbe. Ja, aber ich denke, soweit alles in gutem Zustand. Und nun haben wir hier auch noch ein paar Rautenkartons. Und wir sehen, das hier ist eine 406. Das müsste der. Ah, falscher Wagen. Ja, weil das hier ist praktisch hier der grüne, der 346-1er. In der späteren Version muss ich nochmal schauen, wie die jetzt genau heißen, welche Nummer das ist. Ob es doch die 406 ist, ich dachte, das ist eine andere, aber wir werden es sehen. So, dann gucken wir. Hier steht 4013. Das ist hier der Postwagen. Ein sehr schöner Wagen, damals mit Zellonscheiben und den Dächern. Ja, also wirklich sehr schöner Zustand. Gucken wir mal den Lack an. Nur minimalst Schlieren hier. Genau, die Schlieren sind ja so eine Märklin-Krankheit für die Wagen aus der Zeit. Hier auf der Seite gar keine Schlieren. Also hervorragender Zustand. Und dann haben wir noch zwei weitere Personenwagen. Das eine ist der 346-1 mit Schlussleuchte. Ja, da sehen wir hier oben die Schlussleuchte. Auch hier, ja, da sind leider doch ein paar Schlieren vorhanden an dem Wagen. Wir sehen hier die Kunststoffdrehgestelle, eine Beleuchtung mit Schießschleifer. Genau, dann gucken wir nachher mal, ob wir die alle noch zum Laufen kriegen und ob das alles soweit funktioniert. Und jetzt nehmen wir den nächsten, das ist der Schlafwagen, das ist der 346-3 in diesem wunderschönen Rot, leicht metallic scheint das zu sein. Genau, da gibt es auch nur bestimmte Versionen davon, die diese Metallic Version haben. Das Dach, hervorragender Zustand, ohne Lack. Tja, dann würde ich mal sagen, hat sich der Einkauf gelohnt. Ja, hat was gemacht. Ich stelle jetzt hier nochmal kurz die Wägen sozusagen alle auf. Die jetzt hier, diese drei oder vier dabei sind. Ja, das sieht man, glaube ich, an der Stelle schlecht. Aber ich lege die Wägen jetzt einfach nochmal kurz hier nebenhin und dann sehen wir mal gleich, was da nun alles sozusagen dabei war. Und dann haben wir hier eigentlich, würde ich sagen, ein sehr schönes Konvolut zusammen. Ein Wagen ist noch eingepackt, aber ich kann ihn jetzt gerade sozusagen nicht halten, weil ich die Kamera gerade in der Hand habe. Aber jetzt gucken wir auch gleich mal an, ob die Loks noch funktionieren, und dafür kommen sie jetzt auf die Piste. Hier steht jetzt also die Baureihen 89. Ausgepackt, schauen wir mal. Ah, wunderbar, fährt vorwärts, schaltet. Ah, Halteposition. Fährt zurück mit Boxsprung. Und hier habe ich ein Gleiskontaktproblem. Aber sie ist wunderbar, diese Lok. Funktioniert. Das heißt, diese Lok ist mit der Perfekt 800 Schaltung ausgestattet, die bereits damals ermöglicht hat, dass zwei Lokomotiven gleichzeitig auf dem Kreis, in einem Stromkreis unterwegs sein können. Hier jetzt also auf der Schiene die Baureihe 23014, eine DA 800. Nun schauen wir mal, was diese macht. Wunderbar, sie fährt rückwärts, vorwärts, Halteposition ebenfalls perfekt schalten. Also hervorragend, muss ich sagen, bin ich ja glücklich, auch diese Lok jetzt in meinem Fundus zu haben. Ja, dann lassen wir jetzt einfach mal die Lokomotiven und die Züge fahren und schauen mal, freuen uns darüber. Und hier fährt nun der Personenzug.
Leider ist das Gleis zu kurz, hier mein Probegleis. Aber ja, er fährt wunderbar. Leider eine Rückleuchte, oben wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, leuchtet nicht. Aber die kann man relativ leicht reparieren. So, in diesem Sinne muss ich sagen, habe ich mal wieder erfolgreich eingekauft. Und ich zeige euch gleich nochmal ganz kurz im Abspann, was alles nun hier dabei war. Hier ist also der Personenzug mit der DA800, die hier sehr schön im Vordergrund zu sehen ist, mit dem 4010er Schlafwagen in Rot, mit dem 4006 Personenwagen aus der, also D-Zugwagen, Schützenwagen, aus mit Kunststoffdrehgestell, das heißt, er ist ab Baujahr 1955. Wir haben hier die 4007, das ist der 3461 mit den entsprechenden Schlussleuchten, wie man hier im hinteren Bereich nochmal sehen kann. Und wir haben den 4013er, den Postwagen, in entsprechend Originalverpackung. Betreffend der Originalverpackung möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Wägen in Originalverpackung kauft, achtet bitte darauf, ja, dass die, ha, und prompt habe ich einen, der verkehrt zusammengebaut ist. Ja, nee, das ist hier, also nochmal nachschauen. Achtet darauf, dass die Klebebänder an den richtigen Stellen sind. Ja, weil das bedeutet, dass der Deckel zum Karton passt. Und nur so ist es wirklich dann entsprechend die Originalverpackung. Bei dem den anderen, den ich jetzt gerade gezeigt habe, muss ich jetzt nochmal gucken. Wahrscheinlich hat sich das jetzt einfach kurz, ist das durcheinander gekommen. So, also das soweit zu dem Personenwagen. Und jetzt schauen wir hier nochmal kurz zu unserem Güterzug, den wir ebenfalls hier haben. Das ist also die CM800 mit dem 311er Güterwagen aus Guss. Und dann haben wir noch ein paar Kunststoffwägen, den Shell, den Bordeaux Weinwagen 308, den 392er und noch den kurzen Niederbordwagen. Also insofern würde ich sagen, ja, habe ich mal wieder fleißig eingekauft. Jetzt werden die Wägen demnächst geputzt, gereinigt und kommen dann auf die Piste. Soweit von mir für heute. War schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, und immer schön auf der Schiene bleiben und bis bald dann. Tschüss.